Und somit herzlich willkommen, meine Freunde. Und ja, was soll ich euch sagen? Wir sind im Yosemite National Park. Ein, ja, so ein kleines Träumchen von mir, was wirklich in Erfüllung gegangen ist. Und ihr seht es im Hintergrund. Die Sonne geht gerade unter. Es ist schon kurz vor 5 und es ist ja gerade Dezember und da ist ja offensichtlich klar, dass die Sonne schneller untergeht. Wir sind gerade in den Park reingefahren und ich meine, ihr seht's. Schaut's euch mal an. Man sieht nicht viel, weil es gerade mit der GoPro aufgenommen wurde. Aber die ist sehr weitwinklig. Da steht unser Auto. Und es liegt Schnee. Der erste Schnee, den ich dieses Jahr sehe. Ich bin gerade so happy. Ich bin super gespannt. Wir sind jetzt gerade noch mitten auf der Straße auf dem Weg zu unserem Airbnb. Das ist so eine Hütte, zu welcher wir fahren werden. Ich bin super gespannt. Morgen werden wir dann alles erleben, weil ich denke, bis wir an der Hütte sind, wird es dunkel sein. Das heißt, wir werden hier nicht mehr so viel sehen. Das werden wir dann morgen alles zu Gesicht bekommen. Auf jeden Fall freut es mich, dass ihr wieder dabei seid zu einem neuen Vlog von mir aus Amerika, aus Kalifornien. Und ja, wir werden noch ganz viel machen. Es ist so ein kleiner Roadtrip, den wir machen, ja. Das heißt, Yosemite National Park ist das erste und danach geht es weiter nach Tonopah, nach Las Vegas und. Ich will gar nicht so viel spoilern, das werdet ihr alles in diesem Vlog erfahren. Und in dem Sinne, schön, dass ihr dabei seid und wir fahren jetzt weiter. Das ist übrigens unser Auto, ein BMW X1. Den haben wir echt für einen super Schnapper bekommen. Weil wir haben gesagt, wenn wir jetzt schon hier im Yosemite National Park rumfahren, wo wirklich sehr viel Schnee liegt, uns Minusgrade hat, ich glaube, hier hat es nachts bis zu minus 14 Grad oder so. Ja, da haben wir gesagt, da brauchen wir auf jeden Fall ja, ein bisschen geländeartiges Auto, 4x4. Und hier in Kalifornien, also zumindest, wir haben das Auto ja in L.A. abgeholt, da gibt es keine Winterreifen. Das heißt, wir haben Schneeketten gekauft und ich habe das noch nie benutzt. Ich hoffe, dass wir sie nicht brauchen. Sie sind im Kofferraum und ich rede nicht so viel. Wir fahren jetzt einfach weiter, sonst wird es uns dunkel. So, wir sehen hier diese riesigen Bäume. Da ist unser Auto geparkt. Da ist der Herr. Und wir zeigen euch jetzt mal, guck mal, wie neblig das schon ist. Es wird gerade richtig neblig. Wir sind gerade angekommen, es ist kurz nach 5 und es ist schon richtig dunkel. Schaut mal, wie neblig. Hier der ganze Schnee. Wie hoch der Schnee ist. Das ist Wahnsinn. Schaut euch das mal an. Richtig rutschiger Boden, muss man aufpassen. Aber diese Schneemassen, alter Schwede. So, und da wohnen wir. Guck mal diesen Baum. Ess den mal. So, meine Freunde, wir sind nun in unserer Lodge, in unserem Airbnb hier im Yosemite National Park. Und ihr seht schon, das Ganze ist, ja, hat sogar noch eine obere Etage. Und ich zeige euch einfach mal ganz kurz das Airbnb. Mache hier so eine kleine Roomtour, weil ich finde, also ich persönlich schaue mir immer sowas total gerne an, wenn Leute irgendwie unterwegs sind und zeigen, wo sie so wohnen und Hotelzimmer, Airbnbs und so weiter. Ich rede nicht so viel. Also, wir haben einmal hier unser Schlafzimmer. Wobei, eigentlich sollte man unten anfangen, aber ich drehe jetzt einfach mal die GoPro. Also, das hier oben ist unser Schlafzimmer. Oder unser Schlafbereich, ja. Jeder hat sein eigenes Bett. Hier ist ein Bett, da ist ein Bett, richtig cozy. Wir haben hier schon unser ganzes Wasser. Also wundert euch nicht, dass es hier sehr unaufgeräumt aussieht. Es liegt einfach daran, dass wir gerade angekommen sind und einfach schon alles hier hingeklatscht haben. Schaut mal, wie cozy. Diese Lampe mit den Bären. Ja, auf jeden Fall, hier ums Eck ist nochmal so eine Abstellkammer. Hier ist unser Bad, das kann ich euch auch mal kurz zeigen. Aua. Hier ist das Bad. Dann hier eine Dusche. Relativ normal alles. Klo, Waschbecken, hallo. Das ist das erste Bad, weil wir haben zwei Bäder. Und ich muss euch ehrlich sagen, das Airbnb war halt wirklich nicht teuer, gell? Und es ist so cool. So, ihr habt es ja schon gesehen, hier geht's runter. Denn das hier unten ist dann der Wohnbereich. Und hier oben ist der Schlafbereich. Gehen wir mal kurz runter. So, dann sieht das Ganze hier nämlich so aus. Ja, wie gesagt, das ist alles ein bisschen unaufgeräumt, aber ich denke, ihr könnt es ja so sehen. Oh, Moment. So, hier ist dann quasi so unser Wohnbereich. Ja, es sieht wild aus.
Wir haben, also wir haben, machen ja so einen kleinen Roadtrip, habe ich ja schon gesagt. Und ja, es ist halt, wir haben sehr viel eingekauft, das kann man so sagen. Also wir haben hier so unsere Getränke, ja, hier Snacks, Cheez-Its, weil die Leute, die mir schon ein bisschen länger auf Instagram folgen, wissen ganz genau, wie sehr ich Cheez-Its liebe. Das ist dann so die kleine Kochnische, Microwave, Fernseher, Kamin. Wir haben sogar einen Blu-ray-Player, werden wir aber nicht brauchen. Ich finde auch diese ganzen kleinen Details super cool. Mit diesen Bären hier, die tanzenden Bären. Dann hier, ja, Wohnbereich. Auch wieder so, so ein Bärenwandteppich. Da sind auch wieder Bären an der Lampe. Also man merkt auf jeden Fall, dass es ja, so nationalparktechnisch hier auf jeden Fall eingerichtet ist, weil hier im Yosemite National Park gibt es ja Bären. Und wir haben auch hier so ein kleines Welcome to Yosemite. Keine Ahnung, was das ist. Ja, und das ist unser Balkon, weil es geht auch noch nach draußen. Ich glaube, ihr werdet da nicht viel sehen, weil es wirklich schon dunkel ist. Aber wir können es einmal kurz aufmachen. Ja, okay, es ist super dunkel. Wir haben hier so ein paar Getränke schon hingestellt. Da eine Aufbackpizza. Aber vielleicht seht ihr es ein bisschen. Schaut mal. Da liegt so viel Schnee. Das werdet ihr dann morgen früh nochmal richtig sehen. Ja, aber jetzt sieht man es kaum, ne? Also es ist einfach zu dunkel. Schnell wieder rein. Es ist super kalt. Wir haben, ich glaube, minus 3, 4, 5 Grad oder so. Ich glaube, minus 3. So, schnell wieder zu. Ah. Was war das? Was hast du gemacht? Nee. Alter, der hat selbst wieder was auseinandergenommen. Ist was kaputt? Nee. Was machst du? Ich denke, das funktioniert nicht. Ah, ja, wie dem auch sei. Das ist unser Airbnb. Wir bleiben bis morgen hier. Und ja, ich bin super gespannt, wie das morgen tagsüber hier alles aussieht. Wir sind jetzt hier bei Nacht gerade hochgefahren. Bei Nacht? Es ist wahrscheinlich, ich glaube, es ist 18 Uhr, kurz nach 6. Aber es ist halt schon dunkel, ne? Es ist Dezember und die Sonne ist um kurz vor 5 schon untergegangen. Nichtsdestotrotz, das ist unser Airbnb. Bis morgen. Und morgen geht's ja dann weiter. Aber wir werden natürlich morgen den ganzen Tag... Was macht der Typ da oben die ganze Zeit? Es scheppert die ganze Zeit. Was ich sagen wollte ist, ich freue mich auf morgen, denn wir werden morgen den ganzen Tag im Nationalpark verbringen. Wir werden da uns alles anschauen und ich bin super gespannt, wie es ist. Denn es ist so ein kleines Träumchen von mir, was jetzt in Erfüllung gegangen ist, weil ich wollte schon immer mal zum Yosemite National Park in den USA gehen, hier in Kalifornien. Und das Ganze wird jetzt wahr. Guten Abend, meine Freunde. Ich hoffe, es geht euch gut. Wir haben gerade so eine kleine Nachtwanderung gemacht, so einen kleinen Nachtspaziergang. Und ich habe mit dem Handy so ein paar Fotos gemacht mit dem Nachtmodus. Und die blende ich euch gleich einfach ein. Dann seht ihr mal, wie es bei uns hier aussieht. Und ich bin super gespannt, wie es morgen tagsüber hier aussieht, weil wir haben es noch gar nicht gesehen. Es war ja dunkel, als wir angekommen sind. Aber eins kann ich euch sagen, es ist verdammt kalt. Ich weiß nicht, wie viel Minus gerade wir haben. Und es liegt so viel Schnee. Also in der nächsten Story kommen die ganzen Bilder. Guten Morgen, meine Freunde, und herzlich willkommen im Yosemite National Park bei Tag. Ihr habt es ja gestern, beziehungsweise für euch ist es vorher, bei uns war es gestern, bei Nacht gesehen und ja, überall liegt Schnee. Wir fahren gerade durch irgendwie so ein Gebiet, wo es gebrannt hat, sieht richtig crazy aus und machen uns gerade auf dem Weg zur sogenannten Tunnel View. Das ist so ein ganz ikonischer, bekannter Spot im Yosemite National Park und da sieht man halt eben relativ viel und von da aus wollen wir dann wieder weiter runterfahren und ein paar Bilder machen. Das werden wir bestimmt bei Tunnel View auch machen. Aber ich bin super gespannt, ich bin super excited und es ist wunderschön, dass ihr auch alle am Start seid. Und ich meine, schaut es euch an. Was ist das bitte für eine geile Aussicht? Wow. Es ist nichts los auf den Straßen. Überall liegt Schnee, es ist kalt. Laut Auto haben wir jetzt minus 3,5 Grad. Also richtig schön kalt. Wir sind noch warm eingepackt. Und ja. So viel dazu, meine Freunde. Wir fahren jetzt weiter und wir sehen uns, wenn wir am Spot angekommen sind. Bis later! So, wie es sich für miese Touristen natürlich gehört, steigt man am ersten Viewpoint schon mal aus.
Boah, mit der GoPro sieht man das voll schlecht. Aber ihr seht's. Da hinten ist der Half Dome. Boah, sieht's geil aus. Die Sonne scheint. Es ist zwar richtig kalt, aber es gibt einfach eine geile Atmosphäre hier. Ich lieb's. Ja, hier links, wow. Tunnel View, here we are. Wow, ist das nice. Geilo. Erstmal parken. So, Freunde, wir sind angekommen. Und schaut's euch hinter mir an. Da seht ihr es. Oh mein Gott, es sieht so krass aus. Alter. Wahnsinn. Wir haben jetzt auch schon mit der Kamera ein paar geile Shots gemacht. Die blende ich euch gleich ein. Aber schaut euch das an. Wahnsinnsaussicht. Zur Rechten seht ihr einen Wasserfall. Und da ist eben der Half Dome und das ist, glaube ich, der El Capitan. Müsste sein. Der ein oder andere, der vielleicht ein MacBook hat, der kann sich daran erinnern, dass das sehr lange das Hintergrundbild, das Standard-Hintergrundbild von einem MacBook war, von Apple. Und das ist die Aussicht. Und da hinten durch den Tunnel sind wir rein. Da haben wir geparkt. Wow. Wir werden jetzt auch gleich weiter runterfahren. Also hier über die Straße geht es dann weiter runter. Und dann werden wir irgendwo da unten rauskommen. Da bin ich auch super gespannt, wie es da unten aussehen wird, weil dann sind wir noch mal näher dran. Aber das ist bis jetzt die Aussicht und ich meine, wow. Ey, es sieht einfach geil aus. Ich bin total überwältigt und so glücklich. Jetzt mit der GoPro sieht es aus, als wäre es relativ weit weg, wegen dem Weitwinkel. Aber wir sind viel, viel näher dran. Deswegen, ich werde euch gleich ein Bild noch einblenden, was wir gemacht haben für Insta und noch mal einen Clip, den wir mit der schönen Kamera gemacht haben. In dem Sinne, wir schauen uns jetzt hier noch ein bisschen um, genießen die Aussicht und fahren dann hier den Weg runter und mal gucken, was uns dann erwartet. Alter. Mit dem Dampf, der da weggeht. Oh, stimmt. Das habe ich gar nicht gesehen. Ja, wir haben gerade Fotos gemacht. Und ja, was soll ich sagen? Es ist einfach atemberaubend, die Aussicht. Und was ich so krass hier finde, und das hatte ich, so ein bisschen habe ich es mir gedacht, ja, kann man schon sagen, so ein bisschen habe ich mir gedacht, dass wir hier wahrscheinlich relativ alleine sein werden. Also, ich wusste, es werden Leute da sein, aber ich hätte nicht gedacht, dass wir so alleine hier sein werden, weil ich meine, schaut mal. Hier ist einfach ein anderes Auto mit uns. Also wir haben hier geparkt und da steht irgendein anderer. Und es sieht nicht aus wie irgendein Mietwagen, sondern eher viel mehr wie irgendein Local. Ah, da schaut euch mal diese Felswand an. Das ist ja der absolute Wahnsinn. Krank. Da geht die Straße weiter. Und hier haben wir gerade Bilder gemacht. Und ich sag's euch, das sah richtig geil aus. So, wir haben uns hier so hingestellt. Und dann so mit dem Berg im Hintergrund, es sah richtig mächtig aus. Oh, es ist einfach super schön hier, also wirklich. Und wie gesagt, ich hätte nicht gedacht, dass wir hier so auf so wenig Menschen treffen werden. Und diese ganzen Spots hier abklappern, es ist einfach, es ist atemberaubend. Vor allem ist es halt, das habe ich auch vorher schon, glaube ich, gesagt, Yosemite National Park ist einfach so ein Ort, wo ich schon immer mal hin wollte, aber nie wusste, wann ich jemals hier hinkommen werde. Und jetzt sind wir einfach hier. Und das auch noch im Winter, mit Schnee. Oh, ist einfach herrlich. Ich bin super happy. Schaut es euch nochmal an. Hammer. Einfach nur Hammer. Geil. Auch ein richtig schöner Spot. Eigentlich wollten wir nur zu dem Wasserfall. Wo ist der Wasserfall eigentlich? Ah, da vorne. Eigentlich wollten wir nur zum Wasserfall. Und deswegen mussten wir hier nochmal so eine Runde drehen, so wie da, wo das Auto gerade fährt. Und dann. Und dann kommen wir wieder dahin. Und jetzt fahren wir hier gerade so lang. Und auf einmal sehen wir diesen wunderschönen Fluss. Mit der wunderschönen Szenerie im Hintergrund. Und dem Wasserfall auch. Und dann haben wir so gedacht: Oh Mist, eigentlich müssen wir hier nochmal anhalten. Also haben wir nochmal angehalten. Um uns das hier nochmal anzuschauen. Wir haben hier auch nochmal ein paar Fotos gemacht. Aber es ist auch wunderschön, ne? Es ist halt richtig heftig, weil theoretisch kannst du gefühlt alle 500 Meter anhalten. Weil es überall was Schönes zu sehen gibt.
Und ich meine, es ist auch einfach sehr kalt, aber lohnenswert. Geilo. Jetzt fahren wir wirklich zum Wasserfall. So, wir wollten gerade zum Wasserfall laufen, aber der ist irgendwie abgesperrt, weil die da irgendwelche Bauarbeiten machen. Deswegen können wir nicht zum Wasserfall. Aber wir haben ihn von Weitem gesehen. Schöne Aussicht. Ja, wir laufen jetzt auf jeden Fall zum Auto zurück. Und dann geht unser kleiner Roadtrip weiter. Denn heute Abend schlafen wir in Lake... Tanoa. Nee. In Lake... Shit, wie heißt der? Lake... Tahoe. In Lake Tahoe. Da schlafen wir. Und da fahren wir jetzt hin. Das ist ungefähr so im See drin, ja. Circa 4 bis 4,5 Stunden, glaube ich, bis wir dort sind. Und da fahren wir jetzt hin. Lake Tahoe. Genau, Lake Tahoe. Ich bin gespannt. Aber wir sind auch nur eine Nacht und dann geht's wieder weiter. Wow, wir haben hier gerade einen kleinen Stop gemacht und haben den Sonnenuntergang hier gerade gesehen. Wow. Also dafür hat es sich echt gelohnt, kurz anzuhalten. Ich meine, man muss hier übel aufpassen, wo man hinsteppt, weil es immer tiefer reingeht. Aber schaut euch diesen Sonnenuntergang an. Oh mein Gott. Es kommt leider auf der GoPro nicht so rüber, wie es ist. Aber ich blende euch kurz eine Aufnahme mit dem Handy ein, weil da kann ich mehr ranzoomen. Ich blende die euch jetzt ein. Schaut es euch an. Wow. Hammer. Wir haben hier Minus gerade, ihr merkt es, man zittert, aber es sieht so toll aus. Jetzt habt ihr es hier mit dem Handy gesehen. Und jetzt fahren wir weiter. Ja, schönen guten Morgen, meine Freunde, und liebe Grüße aus South Lake Tahoe. Das ist übrigens mein Schlafzimmer. Ich habe noch nicht so ganz rausgefunden, was das hier ist. Das lag in meinem Bett. Ich hatte da einfach so meine Kniekehlen drüber gelegt. Das war eigentlich ganz angenehm. ja, schaut mal nach draußen. Wir haben minus 6 Grad, ja. Und ich denke, das werdet ihr jetzt auch gleich erkennen können, ohne dass ihr es spürt. Mensch, schaut euch das mal an. Puh. Das ist richtig kalt. Alter, die ganzen Eiszapfen da oben. Oh, über mir auch, sehe ich gerade. Ja, minus 6 Grad. Das lässt sich, glaube ich, sehen. Hier ist alles voller Schnee. Wahnsinn. Und es ist wirklich, wirklich richtig kalt. Okay, das war krass. Die GoPro ist einfach ausgegangen, weil es so kalt war. Heieiei. Ja, nichtsdestotrotz, wir sind in Lake Tahoe. Gestern Abend sind wir angekommen. Es gab nicht mehr so viel zu zeigen. Aber ich kann euch mal ganz kurz das Airbnb zeigen. Ist eigentlich ganz schnucklig. Ja, okay, beachte den Stuhl nicht. Das machen wir immer in Amerika. Wir sind so ein bisschen paranoid. Hier kann man auch noch rausschauen. Da steht unser Auto. Und wir haben noch eine Küche. Also mein Schlafzimmer ist halt nochmal gespiegelt. Das haben wir dann hier nochmal. Also jeder von uns hat ein Schlafzimmer. Und hier ist die Küche. Da koche ich gerade Wasser auf, weil ich gleich Eier reinwerfen werde. Weil diese Eier haben wir einfach seit dem Tag, wo wir losgefahren sind, die ganze Zeit im Gepäck. Und deswegen dachte ich, die müssen wir jetzt einfach mal machen, weil sonst kommen wir irgendwann wieder zurück nach L.A. und die Eier sind immer noch nicht gemacht. Ja, nichtsdestotrotz, heute werden wir uns jetzt gleich noch ein bisschen hier die Stadt anschauen, werden noch zum See laufen. Ich weiß gar nicht, wo der ist, aber der müsste irgendwo in der Nähe sein. Und dann fahren wir weiter nach Tonopah, denn dort wird das 200.000 Abonnenten-Special gedreht. Denn wir übernachten in Amerikas
gruseligsten Clown-Motel. Und dort soll es spuken. Zeig mal den Eiszapfen. Alter. Das ist wie so ein Eisschwert. Ein White Walker. Ja, true. Es hat gestört, die Eiszapfen hier. Hey, hallo. Was ist das denn? Was ist das? Ist das eine Art Specht? Alter, geil. So laufen wir jetzt durch die Stadt. Oder was? Ja, ist geil. Ja. Der Typ, ey. Junge mit seinen Eisschwertern. Aua, hat es mir übergezogen. Schau mal, wie viel Schnee hier liegt. Oh. Alter. Schaut der Wahnsinn. Oh, übernimm dich nicht. Junge, wie es holprig ist. Geil. Das hat er gut gemacht, oder? Also ihr seht, hier liegt wirklich ein bisschen Schnee. Ich weiß nicht, wann ich das letzte Mal so viel Schnee gesehen habe. Oh, stark. Yeah. Ja, wir laufen jetzt auf jeden Fall zum Lake und wir wissen noch gar nicht, ob wir da überhaupt hin können, weil da stand im Internet, dass $25 kostet und für die paar Minuten, dass wir den anschauen, hat man nichts zahle. Deswegen mal schauen, ob das eine Enttäuschung wird oder ein Goldfang. Okay, wir haben es doch reingeschafft. Da vorne ist ein Tor und da konnten wir einfach rein. Und sind jetzt am Lake Tahoe. Schön. Der See ist riesig. Ihr seht's. Und es ist alles voller Schnee. Und so ein paar Versuche von einem Schneemann gibt's hier auch. Aber die Berge da hinten sind schön. Schaut mal. Oh. Ist auch untypisch, oder? An einem See zu sein, wo alles voller Schnee ist. Aber ist cool. Haben wir das auch mal gesehen. Nach wunderschönen 2 Tagen in Lake Tahoe hieß es für uns Abschied nehmen, denn es ging weiter über die wunderschönen Farmlandschaften und der darauf folgenden Wüste in Nevada Richtung Las Vegas. Naja, mit einem kleinen Zwischenstopp in Tonopah, einer winzig kleinen Minenarbeiterstadt, in welcher das berühmte Clown-Motel steht, in welchem wir mein 200.000 Abonnenten-Special für meinen Hauptkanal abgedreht haben. Oh Mann, das war wirklich gruselig. Nach dieser unvergesslichen und gruseligen Nacht ging es dann straight über die Mojave-Wüste in Richtung Las Vegas. Wir sind gerade stolz die Bolle, weil wir fahren ja gerade in Richtung Las Vegas. Und schaut mal, auf welchem Highway wir uns gerade befinden. Das ist der Terrestrial Highway, wie ihr ihn gerade hinter mir sehen könnt. Ha, geil, Junge. Einfach mal hier zu sein, ist einfach crazy. Der Alien Highway. Und wenn ihr jetzt gerade das Video anschaut, ihr könnt gerne mal auf Google Maps gehen und mal euch hier einen Punkt setzen beim Extraterrestrial Highway. Dann werdet ihr sehen, dass Google automatisch so ein kleines UFO als Männchen nimmt. Weil normalerweise ist es immer so ein Männchen bei Street View. Und hier taucht dann immer so ein UFO auf. Ja, ihr seht, die Straße ist auch komplett leer. Oh, jetzt wo ich sag, geht ein Motor an. Aber hier ist nichts los. Und der gestrige Abend, da habe ich ja gar nichts mehr gefilmt, by the way, liegt daran, dass wir im Clown-Motel übernachtet haben, wo ich das 200.000 Abonnenten-Special gedreht habe. Wenn ihr sehen wollt, was da passiert ist, dann geht auf meinen Hauptchannel und ich sag's euch, heilige Scheiße, was wir da erlebt haben, das habe ich in meinem Leben noch nie. Nichtsdestotrotz, wir sind jetzt da, wir fahren jetzt weiter. Wir mussten einfach hier kurz anhalten, weil wir so kleine Nerdys sind und es ist einfach schön zu sehen. Da vorne steht unser Auto, da gehen wir jetzt wieder zurück. Aber sind wir mal ehrlich, was wäre der Trip ohne einen Abstecher im weltbekannten Alien Café, welches sehr nah an Area 51 lokalisiert ist, zu machen? Ja, richtig. Wäre nur halb so geil gewesen. Wie da einfach das UFO hängt. Geil. Ich habe schon so viel von dem Ort immer gehört, aber bin selbst nicht dort gewesen. Es freut mich gerade total, hier zu sein. Ach, ist das cool. Dort gab es dann noch einen Burger, welcher, na, leider nicht der beste war. Aber was soll's, das Feeling war genial dort.
Ja, Freunde, wir haben hier gerade einen kleinen Zwischenstopp gemacht. Aber eigentlich nur, weil ich gesagt habe, oh, können wir hier kurz rausfahren? Sieht voll schön aus. Wir sind halt mitten in Nevada. Und ich drehe mal die Kamera, dann seht ihr es besser. Krass. Und es ist einfach so ruhig, wenn kein Auto fährt. Und wir essen immer diese, das ist so nasty. Das sind so Cookie-Sandwiches. Die sind übel geil. Wir sind gerade wieder mitten im Nirgendwo, weil wir hier kurz angehalten haben. Ich wollte auch unbedingt mal diese Teile hier mal sehen, diese, weiß nicht wie es heißt. Das wollte ich schon lange mal sehen. Diese kaktusartige Pflanze. Und hier ist wieder weit und breit niemand. Und da hinten haben wir geparkt. Und wenn man diesen Weg hier weiterfährt, dann kommt man irgendwann zu Area 51. Und ich muss mir gerade vorstellen, wie das hier sein muss im Sommer. Weil im Sommer hast du hier keine Ahnung, was für Temperaturen. Wir sind ja jetzt im Dezember hier. Wir haben, glaube ich, gerade... Wie viel Grad haben wir? 6 oder 7 Grad, oder? 7 Grad. Und durch die Sonne, da, die Sonne ist ja immer noch ziemlich stark hier. Es ist super angenehm. Aber ich will nicht wissen, wie es ist, wenn es hier mal so 40 Grad oder so hat. Das muss ja absolut geisteskrank sein. Aber trotzdem diese Ruhe. Das ist Wahnsinn. Du hast einfach gar nichts. Und hier steht so ein Briefkasten. Ganz alleine. Mitten im Nirgendwo. Das ist die sogenannte Blackbox, heißt die, glaube ich. Und die ist gedacht für die ganzen Alien-Fanatiker und Area 51-Fans und so weiter. Und ihr seht schon, Leute, die hierher kommen, können hier einfach irgendwas ablegen. Hier gibt es Menschen, die haben irgendwelche Aluhüte hingetan. Und man kann sie auch aufmachen und was reintun. Ich habe tatsächlich auch was reingetan. Und zwar ist es diese Schokolade da. Die haben wir nämlich bei unserem Swiss-Flug bekommen von Swiss Airlines. Das ist einfach Schweizer Schokolade. Ich wusste nicht, was ich sonst reintun soll. Und da jeder irgendwie was hier reinlegt, habe ich einfach dieses Stück Schokolade rein. Jetzt ist in dieser Blackbox, in diesem Briefkasten auch was von uns. Ein Stück Schokolade. Ja, und Touristen und wie gesagt Alien-Enthusiasten und so weiter schwören halt voll auf diese Blackbox und tun halt irgendwelche Sachen rein. Das haben wir auch gemacht. Oh mein Gott, Alter, habe ich mich gerade erschrocken. Das hier, du miese Sau. Du miese Sau. Junge, er hat mich so erschrocken. Alter, wie er lacht. Dieser Rattenmann. Oh. Und hier ist, also hier ist halt der Weg. Hier würde man nach Area 51 kommen, wenn man da weiterfährt. Aber das werden wir nicht machen, weil es dauert viel zu lange. Und wir wollen ja heute noch in Vegas ankommen. Und nach Vegas sind es jetzt auch noch 2,5 Stunden. Deswegen skippen wir den Part. Aber wir waren zumindest in der Nähe. Und jetzt fahren wir weiter. Eine Ewigkeit später. So, meine Freunde, wir sind in Las Vegas angekommen. Ich wollte gerade sagen, in L.A. angekommen. Wir sind in Las Vegas angekommen nach circa 4 Stunden Fahrt. Ihr habt es ja gesehen, wir haben noch ein bisschen Pause gemacht. Haben uns so ein bisschen die Wüste angeschaut und so weiter. Nun sind wir in Las Vegas und wir machen hier so eine kleine Roomtour natürlich wieder, weil ich habe euch ja gesagt, ich zeige euch immer, wo wir wohnen. Jetzt machen wir eine Roomtour von unserem Hotelzimmer und das Coole ist, wir wurden geupgradet und wir haben nicht so viel dafür gezahlt, muss man sagen. Es ist wirklich kein teures Zimmer und wir müssen zu 100% ein Upgrade bekommen haben, weil das war definitiv nicht das, was wir gebucht haben, was aber zum Gunsten unser gekommen ist. So, jetzt drehen wir die Kamera, weil ich filme gerade mit dem iPhone, meine GoPro ist noch unten im Auto und ich zeige euch mal das Hotelzimmer, so eine kleine Roomtour hier in Las Vegas und drehen wir die Kamera. So, wir haben Weitwinkel aktiviert, das heißt, ich kann euch sehr viel von dem Raum zeigen. Also, wir haben hier eine Küche, eine ziemlich coole Küche. Ich wusste nicht mal, dass in dem Zimmer eine Küche mit inbegriffen ist. Wir haben sogar einen Wein bekommen. Vielen Dank dafür. Den gab es für Umme. Und das ist so der Wohnbereich. Wir haben eine ziemlich coole Aussicht, wenn man das so sagen kann. Schaut euch das mal an. Ich muss ein bisschen aufpassen, weil ich habe mega Höhenangst. Und es killt mich gerade, hier zu stehen. Oh, Junge. Alter, ich zitter richtig. Ich habe richtig Höhenangst. Das ist mies. Eieieiei. Okay, ihr seht die Aussicht. Wir sind im 15. Stock. Was ziemlich geil ist. Jetzt nochmal die Aussicht von der anderen Seite. Wow. Also sieht wirklich toll aus. Wir haben richtig Glück gehabt, dass wir gerade dieses Zimmer bekommen haben mit der Aussicht. So, dann geht's hier rüber.
ins Schlafzimmer. Ist ein bisschen dunkel gerade, aber ich denke, ihr seht's. Wir haben zwei Betten, jeder hat sein eigenes Bett. Wussten wir auch nicht, wir dachten eigentlich nur ein Doppelbett. Das ist die Aussicht aus dem Schlafzimmer. Auch wirklich fett, also ich finde, sieht richtig toll aus. Hier ist ein Spiegel, hallo. Genau, das ist das Fenster, dann dreht man sich hier um und kommt direkt ins Bad. Und ich muss euch ganz ehrlich sagen, diese Badewanne hier rechts, oh, die geilt mich richtig. Der ein oder andere weiß, wie gern ich bade. Und ich werde da heute reinhüpfen, ne? Egal wie spät es ist, ich werde in diese Badewanne gehen. Dann haben wir hier eine Dusche. Finde ich auch richtig schön. Ich mag das, wenn es so kleine dunkle Ecken sind, so Duschen. Finde ich immer ganz cozy. Und ja, hier ist eben Spiegel, ein ganz großer Spiegel. Waschbecken. Man kennt's. Schon alles benutzt von uns. Und ja, das ist unser Zimmer hier in Las Vegas. Kleine Roomtour. Bin sehr gespannt, wie das nachher aussieht, wenn alles dunkel ist. Wird bestimmt richtig toll aussehen. Und ich bin super zufrieden. Es ist ein wirklich tolles Hotelzimmer. Das Hotel, weiß ich gerade gar nicht, wie es heißt. Müsste ich nachher nochmal nachschauen. Aber es sieht toll aus, ja. Das ist die Roomtour. In dem Sinne, wir werden jetzt die ganzen Sachen aus dem Auto erstmal wieder hier reinbringen. Den ganzen Kram, den wir haben. Wir haben auch so viel Essenssachen und so von dem ganzen Trip bis jetzt. Bringen wir alles hier hoch. Trinken gemütlich das Weinchen. Den Weinchen und dann gehen wir die Stadt erkunden. Mal gucken, was hier so geht. Ich bin sehr gespannt. Erstmal Prost mit einem Wasserle. Wir waren jetzt in Las Vegas. Ich habe da nicht wirklich was gefilmt, weil wir haben da ein bisschen rumgegambelt. Haben ein bisschen Geld verbraten. Ich denke, das kann man mal machen, wenn man hier ist. So ein bisschen was spielen. Und haben uns jetzt bei Mr. Beast Burger was bestellt. Also Uber Eats hat uns Essen gebracht. Bin mal gespannt, ob das schmeckt. Mr. Beast, ich hoffe, du hast keinen Quatsch gemacht. Und wir chillen wieder im Hotel, wie ihr sehen könnt, und schauen jetzt hier was an. Und ich bin sehr gespannt, wie das Ganze schmeckt. Wir packen es gleich aus und dann zeige ich euch, was wir essen. Ja, das ist auf jeden Fall der Burger. Ich muss ehrlich sagen, der schmeckt richtig gut. Das ist mal ein bisschen anderes Burgerbrot. Werbung. Ja, ist auf jeden Fall lecker, schmeckt gut. So ein bisschen eine Mischung aus einem Cheeseburger von McDonald's und einem In-N-Out-Burger. Und das sind die Pommes. Die sind auch sehr lecker. Das ist der Chicken Burger vom Chef. Meinung? Mm. Gut oder nicht so gut? Mm. Ja, schmeckt auf jeden Fall lecker. Kann man auf jeden Fall machen. Meine Empfehlung habt ihr. Oh Junge, das wird ein Träumchen. Mm. Oh, geil. Geil, geil, geil. Nächsten Tag. Die haben die einfach so ein bisschen New York nachgebildet und da ist einfach so das Empire State Building in Miniaturgröße. Richtig witzig. Es ist wirklich eine verrückte Stadt. Und guten Morgen, by the way. Wir waren gerade im Hard Rock Café und suchen uns jetzt was zum Frühstücken. Mal schauen, was es wird. Da ist das Hard Rock Café mit dieser riesigen Gitarre. Und eigentlich wollten wir gerade bei Denny's essen, beziehungsweise frühstücken. Aber das Ding ist übertrieben voll. Weswegen wir jetzt irgendwas anderes zum Essen suchen. Aber da seht ihr, wie es hier tagsüber aussieht. Aussieht. Ein Shake Shack hier. Ein Shake Shack? Boah, das wäre auch geil. Schaut mal, wie es hier aussieht. Ist schon verrückt. Also das muss man wirklich mal gesehen haben, finde ich. Ist schon crazy. Schon eine ganz wilde Stadt. Ja, wir wissen immer noch nicht, wo wir frühstücken. Wir sind weiterhin auf der Suche. Also wir haben hier gerade New York gesehen, jetzt sehen wir Paris. Das ist schon witzig, also es ist schon echt cool, muss man sagen. Ja, einfach Paris. Hallo, ganz ruhig.
Was ist denn mit euch los hier? Bleibt mal ganz ruhig, Jungs. Ja, Paris. Da hinten sind die ganzen Hotels. Da ist unter anderem Caesar Palace. Da waren wir gestern Abend und haben ein bisschen gegambelt. Aber muss man schon machen, wenn man mal hier ist. So, wir sind jetzt doch zu Shake Shack gegangen. Es gibt eine Lemonade. Es gibt leckere Burger. Und, oh ja, ist wirklich nasty. Und die haben gerade so Christmas Shakes. So Weihnachtsshakes. Und da haben wir uns zwei rausgelassen, so als Nachtisch. Lassen uns jetzt schmecken. Von der Stadt, die nie schläft, ging es dann wieder zurück nach Los Angeles. Nach ca. 5 Stunden und einer Menge Stau kamen wir abends müde, aber wirklich sehr glücklich zurück. Den letzten Abend verbrachten wir in den Hollywood Hills und genossen dort noch ein letztes Mal die atemberaubende Skyline von LA, bevor es am nächsten Tag zurück nach Deutschland gehen sollte. Und ich sag's euch, dieser kleine Roadtrip hat mir wieder gezeigt, wie wichtig es ist, Dinge in seinem Leben zu unternehmen und wirklich bereit für neue Abenteuer zu sein. Unvergessliche und wunderschöne Momente haben wir erlebt und vor allem sehr viele neue Erfahrungen gesammelt. Und ich sage es immer wieder, Zeit ist das Wertvollste in unserem Leben, weswegen wir diese so viel wie nur möglich nutzen sollten. Vor allem mit unseren Liebsten. Es sind die Erinnerungen in unserem Leben, die uns wirklich niemand nehmen kann.